dem einfachen Namen Socke. Die haben auch eine Web-Applikation entwickelt. Die Idee dahinter ist eine To-Do-Liste mit positivem Belohnungsprinzip. Außerdem wollten sie verschiedene Elemente von Gamification reinbringen. Die Teilnehmer waren Julien Dumont, Emmanuel Lübstel und Elisabetta Maserova. Die Technologien, die eingesetzt wurden, waren hier zum ersten Mal ASP.NET, LinkSQL, jQuery, Ajax und Sonic Matrix kam noch dazu, was ein Team ist, das hier auch entwickelt hat. Das wird nachher noch vorstellen. Also gab es da direkt Synergieeffekte, die genutzt wurden. Genau, dann. Okay, guten Morgen. Also um was es bei unserem Projekt geht, wurde ja schon vorgestellt. Es geht quasi um eine To-Do-List, aber jetzt nicht um so eine herkömmliche To-Do-List, wo man quasi diversen Mitbewohnern Aufgaben zuteilt, sondern man hat quasi einen großen Haufen aus Aufgaben, die teilweise auch immer wiederkehren, weil zum Beispiel die Küche muss ja jede Woche gefegt werden und so weiter. Und man kann sich jetzt eine Aufgabe aussuchen und diese was abhacken, bekommt dafür gewisse Punkte angerechnet. Es gibt dann ein WG-Ranking und auch Achievements zu erreichen. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Die Anwendung funktioniert über Facebook. Oh, sorry, ich stehe nicht. Die Anwendung funktioniert über Facebook. Ja. Wir zeigen dann natürlich auch in unserer App gleich Icons an aus dem Social Network, also die Profilbilder, den Namen beziehen wir auch von dort. Auf Posts, auf Demos und so weiter haben wir verzichtet, da die im Allgemeinen auch relativ nervig sind. Wenn man sich angemeldet hat, landet man gleich direkt auf der To-Do-List, wo die verschiedenen Unterteilungen zu finden sind. Man muss natürlich zuerst einer WG beitreten, bevor man die To-Do-List sehen kann. Zu dem Zwecke kann man sich selbst eine WG gründen oder man kann einfach einer WG beitreten. Genau. Jede WG hat dann eben diese To-Do-List, wo verschiedene Tasks nach Zeitpunkten geordnet sind. Zum Beispiel heute würde zweimal Küche putzen anstehen. Bitte nicht wundern, wir haben da ein bisschen drauf gepackt. Und man kann diese Items dann auch abhaken. Die verschwinden dann aus dieser Ansicht und sind dann am nächsten Tag eingereiht, wenn sie zum Beispiel jeden Tag wiederkommen oder später dementsprechend Monat oder Woche. Ja, natürlich ist es dann auch möglich, Aufgaben anzulegen bzw. zu bearbeiten. Das versteht sich ja von selbst. Und es gibt auch das, wie schon vorhin erwähnte, Scoreboard. Genau. Mit Punktestand, schon gewandert und natürlich auch Profilen. Und auf den Profilen gibt es Achievements, damit sich dann die Leute freuen können, wenn sie was erreicht haben. Ja, und was jetzt hier, was das Ganze noch ein bisschen aufwertet, ist, wir stellen noch im Hintergrund einige kleine Services bereit. Man kann beispielsweise auch einfach über HTTP-Wert abfragen, wie viele Punkte jemand in einer WG jetzt zum Beispiel erreicht hat, beziehungsweise es ist auch möglich, gewisse Aktionen zu definieren, die der Server dann ausführt, wenn zum Beispiel jemand einen Task durchführt, also quasi eine Aufgabe erledigt. So ist es uns dann zum Beispiel auch möglich dem Projekt Sonic Patrick Bescheid zu sagen, wenn bei uns quasi Aktionen passieren. Okay, Dankeschön.